Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Napoleon Total War The Great War Projekt. Ich habe euch ja versprochen, dass ich, sobald ich wieder Zeit habe, wieder anfange mit Napoleon Total War. Und mehrheitlich wolltet ihr The Great War sehen. Vielleicht zur kurzen Erklärung The Great War, wie ihr vielleicht schon im Hintergrund seht, packt das ganze Napoleon Total War in den Ersten Weltkrieg, was zu relativ interessanten Schlachten führen kann. Und auch das Setting an sich ist sehr interessant und damit auch die Kampagne. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, kannst ja mal wieder Let's Play. Die Legend Let's Plays kamen ja relativ gut an. Und ja, dann habe ich mir überlegt, was will ich denn spielen? Ich habe mir auch überlegt, ob ich Italien spielen soll, aber die sind bei mir leicht verbuggt. Deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, vielleicht mal England gespielt, also habe ich jemand auf alliierter Seite quasi gespielt. Jetzt kann ich mal wieder jemand auf der Seite Deutschlands nehmen und da die Forderung sehr häufig kam, werde ich Österreich-Ungarn spielen. Die sind zwar relativ leicht, in Anführungszeichen, aber die können auch schon knackig werden, und zwar dann, wenn eben Russland wirklich einen relativ fokussiert oder wenn Italien einem den Krieg erklärt. Also ich habe die mal gespielt und da war es eigentlich jetzt nicht so leicht. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie sich die Kampagne entwickelt. Und ja, wir spielen auf schwer, schwer. Letztes Mal mit Großbritannien habe ich auf sehr schwer gespielt, aber das Einzige, was sich da geändert hat, war, damit alles ein bisschen länger ging. Und ja, wenn ihr noch andere Vorschläge habt für andere Projekte, dann könnt ihr mir die in die Kommentare schreiben, weil ich habe jetzt dann Ferien und dann kann ich eben ein paar mehr, also ich habe noch 1,5 Wochen Schule, aber dann habe ich Ferien, dann kann ich vielleicht noch ein paar mehr Projekte laufen lassen. Okay, vielleicht noch zu dem Projekt. Das Projekt wird jeden Tag um 18 Uhr kommen. Und ja, jetzt noch diese Einstellung hier, wenn ich da jetzt auf Cancel, also auf Nein quasi drücke, dann ja, wird einfach alles zufällig gelassen, also die Nationen, wie sie zusammen in Verbindung stehen. Das finde ich an sich eigentlich interessanter, weil dann kann man einfach so spielen, wie man möchte. Wenn ich jetzt aber auf Ja klicke, dann bleiben die Bündnisse so erhalten, wie sie im Ersten Weltkrieg auch tatsächlich waren. Ja, eigentlich, wie erwähnt, würde ich Nein wählen, weil es dann spannender wird. Aber es ist einfach so, damit es zu sehr absurden Situationen führen kann. Also zum Beispiel, als ich damals Deutschland gespielt habe, habe mir dann Österreich-Ungarn in der ersten Runde erstmal einen Krieg erklärt. Und ja, das muss natürlich nicht sein. Deswegen wollen wir die Bündnisse so beibehalten, damit das Ganze auch ein bisschen regelkonform bleibt. Also bleibt auf jeden Fall auch spannend. Und ja, auf jeden Fall, falls ihr irgendwas anderes sehen wollt, von mir ist noch Empire Total War oder so, könnt ihr es in die Kommentare schreiben oder ein anderes Total War. Nur jetzt Napoleon wird schwierig, zweimal gleichzeitig laufen zu lassen, das verträgt sich nicht so. Aber ja. Okay, Österreich-Ungarn. Wir sind mit Serbien im Krieg. Wer ein bisschen was über die Geschichte des Ersten Weltkriegs weiß, der weiß, dass damals Österreich-Ungarn-Serbien nach einem Ultimatum den Krieg erklärt hat, was durch das Bündnissystem einen Weltkrieg ausgelöst hat. Naja, zumindest mal einen sehr großen Krieg in Europa. Frankreich und Großbritannien beziehungsweise und auch noch Russland waren eben in dieses Bündnis verzwickt und Österreich war eben mit Deutschland verbündet und es hat eben dafür gesorgt, dass wir hier mit Deutschland verbündet sind, aber dafür mit Frankreich, Großbritannien und Russland im Krieg sind. Okay, unsere Taktik ist jetzt erstmal folgende. Wir müssen natürlich immer gucken, dass Italien so ein bisschen, ja, friedlich bleibt. Die waren ja im Ersten Weltkrieg eigentlich mit Österreich-Ungarn verbündet, sind dann aber nicht in den Krieg mit eingetreten und sind dann 1915 auf Seite der Alliierten in den Krieg eingetreten, also quasi dem am Boden liegenden Österreich noch in den Rücken gefallen. Also, ja, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir die bei uns halten oder zumindest neutral. Die Deutschen bleiben natürlich mit uns verbündet, das bedeutet, die Seite ist auch geschützt. Jetzt müssen wir so schnell wie möglich Serbien einnehmen. Rein nach dem Motto, Serbien muss sterbien, wer sich auch immer den Reim überlegt hat, aber naja, steht in jedem Geschichtsbuch, also kann man es mal zitieren. Auf jeden Fall, wir müssen hier Serbien einnehmen, um danach auf den Russen vorzustoßen, rein nach dem Motto, jeder Schuss ein Russ und so. Ich fand das sowieso so schrecklich, jeder Stoß ein Franzose, jeder Schuss ein Russ, da war jemand ganz unkreativ. Aber naja, wir werden hier die Villages bauen, die geben nämlich relativ viel Geld und lohnen sich nach 4 Runden hat man quasi schon 400 plus gemacht, also es lohnt sich auf jeden Fall. Das Spiel ist auf Englisch, aber ich meine zu behaupten, ich kann ein wenig Englisch, deswegen werde ich versuchen, euch so gut wie möglich zu übersetzen. Okay, wir werden jetzt erstmal eben hingehen. Hier oben in Lemberg werden wir eine Baracke bauen. Einfach nur eine Baracke und noch hier diese Craft Workshops. Da können wir einfach Artillerie bauen. Also Workshop heißt so viel wie, ja, Werkstatt. Deswegen, ja. Dann können wir hier Artillerie bauen. Artillerie ist sehr wichtig, wie ihr später in den Schlachten sehen werdet. Und ja, dann ziehen wir jetzt mal eine Armee zusammen. Ich würde mal sagen, eine Armee geht runter nach Serbien. Da braucht man nicht viele Truppen, weil die haben da quasi nichts. Und eine Armee geht hoch nach Lemberg, um dort eben
sich ein bisschen um den Russen zu kümmern, um den quasi schon davon abzuhalten, uns anzugreifen. Okay, wir sind in 1, 2, 3, 4, 5 Runden brauchen wir hier rüber. Puh. Okay, naja. Könnte eine Weile dauern. Dann schauen wir noch, in Prag haben wir noch Truppen. Können wir auf jeden Fall auch mal noch hier runter schicken. Ja, die sind relativ zeitgleich da, weil die haben keine Artillerie dabei. Dann würde ich mal sagen, alle anderen Truppen schicken wir nach Galizien. Galizia. Ja, ich habe übrigens ein Installationstutorial zu der Mod gemacht, wo ich auch meine Settings zeige. Ich glaube, da hat sich nicht viel geändert, außer dass ich die Einheitengröße jetzt mal auf normal gelassen habe, damit mein PC da nicht ganz kollabiert. So. Okay, jetzt haben wir hier noch was. Also, ja, das ist eigentlich alles gleich. Ich habe auch eingestellt, damit alles in der eigenen Sprache da steht. Also, dass Russland halt auf Russisch da steht, dass Österreich-Ungarn auf Deutsch quasi da steht, dass Frankreich auf Französisch etc. Ich finde es eigentlich interessant und es erhöht so ein bisschen, sag mal, die Atmosphäre. Okay, dann schauen wir mal, was können wir denn machen? Wir können auf jeden Fall mal versuchen, mit Italien zu handeln. Das wäre schon mal eine ganz gute Idee. Trade Agreement, sehr schön, also Handelsabkommen. Und dann, naja, ein Bündnis werden sie jetzt nicht annehmen, ja, das war klar. Wir könnten gucken, ob wir Technologie holen, aber naja, das lassen wir. Das bringt sowieso nichts. Dann schauen wir mal. Technologie. Technologien sind ja auch manchmal sehr sinnvoll. Und zwar hier quasi durch Stummfilm. Der erhöht eben die Happiness, also die Zufriedenheit im Volk. Und wenn wir uns jetzt mal die Politik anschauen, dann sehen wir eben, dass die größtenteils jetzt nicht unzufrieden sind, aber jetzt nicht so zufrieden. Und dadurch, dass wir auch über die Milizen rausgezogen haben, sind sie gleich nochmal ein bisschen unzufriedener. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn wir das erhöhen. So, wir bekommen ein Einkommen von 5700, damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Und ja, wir können jetzt aber nichts rekrutieren, weil uns vier, ja, was haben wir denn eigentlich? Available Funds, okay, ja, nennen wir es einfach. Wie sollen wir es denn nennen, die Währung? Da hat halt auch jeder seine eigene Währung. Welche hat, was für eine Währung hat eigentlich die Österreicher? Naja, auf jeden Fall, uns fehlen vier davon. Muss ich gleich mal nachgoogeln. Nach dem Part. So, und ihr seht, die Rundenberechnung geht saumäßig schnell. So haben wir jetzt eigentlich so wenig Geld bekommen. Eigentlich immer 5900 bekommen müssen. Hat da jetzt irgendwas gefehlt? Ich meine, wir bekommen 10.000 Tax Income. Irgendwas passiert, was ich nicht mitbekommen habe? Naja. Der Handel hier, 1200, ist auf jeden Fall ganz ordentlich. Wir können eigentlich mit noch mehr Leuten handeln. Gerade auch über den Landweg können wir eigentlich mit allem handeln. Was wir nur so finden. Die Schweiz, wunderbar. Rumänien. Ja, die will ich sowieso erst dann auslöschen, wenn wir den Russen erledigt haben. Dann ist ganz gut. Außer sie erklären uns natürlich den Krieg. Dann nehmen wir sie halt kurz mit beim Vorbeigehen. Trade Income, ja, haben wir nochmal ein bisschen mehr. Okay, jetzt können wir hier oben, dauert es noch ein Ründchen. Können wir da Truppen rekrutieren. Dann können wir auf jeden Fall eine Einheit Landsturm rekrutieren und wir können noch ein Gebäude bauen, eine Villa, also ein Dorf quasi. Okay. Ja, also es gibt 1% Bonus auf eben die Steuereinnahmen, nochmal 2% Bonus auf den, ja, auf Wohlstand aller Gebäude. Okay. Weiter geht's. Also ich versuche das wirklich, wie erwähnt, so gut wie möglich zu übersetzen, weil da gab es im letzten Let's Play ein bisschen Kritik, dass Leute, die eben jetzt noch nicht so viel Englisch verstehen, dass die da ein bisschen Probleme hatten und ich quasi das immer als selbstverständlich angesehen habe. Das konnte ich früher auch nicht leiden. Deswegen versuche ich eigentlich auch Mods immer irgendwie auf Deutsch umzustellen, aber in der Mod ist halt leider nicht möglich. Okay. Und die Rundenberechnung, ich sag's euch, es gibt nichts Schöneres. Gerade wenn man davor Rome oder Empire Let's Played hat, dann ist es einfach nur schön, wenn es nur 10 Nationen oder so gibt. Okay, jetzt haben wir 6.000, damit lässt sich dann schon eher arbeiten. So, werden auch hier, na, hier kommt man eigentlich schon mal Vorrang-General rekrutieren. Das sieht sehr gut aus, also plus 2, wenn wir ja einen, also im Kampf quasi mit Infanterie, plus 2 Movement Range, also können sich weiter bewegen, plus 3 Moral im Kampf, das ist auf jeden Fall sehr gut, und nochmal plus 1 auf Kommando, wenn er an Land attackiert. Okay, jetzt schauen wir uns noch, was die anderen haben. Moral plus 2, also das ist jetzt weniger. Und das ist Defender, also Verteidiger. Das, naja, brauchen wir hier weniger. Okay, jetzt können wir mal da oben ein bisschen bessere Einheiten rekrutieren. Und zwar hier die Infanterie, die ist auf jeden Fall sehr effizient. Jetzt kommen auch schon die ersten Einheiten. Ups, können wir die anwenden? Ja, die ersten Einheiten kommen jetzt schon Richtung Lemberg.
Nur die... Ha, das klappt immer. Okay, dann also einfach die Truppen rausziehen. Dann können wir vielleicht noch zwei Villages bauen, dass wir eben für ein bisschen Einkommen sorgen. Und dann können wir Straßen ausbauen. Das lohnt sich in der Mod auch extrem. Weil die, glaube ich, alles erhöht, was man eigentlich so erhöhen kann. Jetzt haben wir aber... Ah, uns fehlt das Geld. Okay, wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal... Nehmen wir mal Wien. Uns die Straßen angucken. Also es gibt Happiness, Zufriedenheit, es gibt Geld, es erhöht den Wohlstand und die Truppen werden schneller wieder aufgestockt. Also, ja, ist ganz nett. Okay, weiter geht's. Es läuft ja momentan noch ganz gut. Ja, okay, bis jetzt ist auch noch nicht so viel passiert. Ich habe nämlich schon mal gespielt, habe mich der Russen ab der ersten paar Runden angegriffen. Da habe ich erstmal direkt Lemberg verloren, weil ich ja meine Truppen, wie ihr seht, das dauert eine Weile, bis sie da oben sind. Und Serbien ist in meinem Land ein bisschen amok gelaufen. Ach ja, aber die Frage immer gleich kommt, ja, ich bin Schwabe, ich habe einen leicht schwäbischen Dialekt. Aber ich denke, man kann es trotzdem verstehen. Und ja, seht, jetzt haben wir uns durch den General eine Runde erspart. So, die kommen jetzt auch eine Weile belagern. Der Mod ist nämlich immer sehr wichtig, dass man als Verteidiger dasteht, weil die haben einfach enorme Vorteile. Und Kavallerie, die kann auch richtig böse sein, wenn man sie richtig einsetzt. Nur fällt mir gerade auf, wir brauchen vielleicht noch ein bisschen Infanterie, weil wenn wir uns die Schlacht jetzt mal anschauen, haben wir zwar, so wir schauen uns an, ja, werden wir zwar locker gewinnen, das liegt auch nur daran, weil die Artillerie, vor allem, also Artillerie und Kavallerie, aber vor allem die Artillerie viel, viel stärker berechnet wird, als sie eigentlich ist. Also wir werden da schon Verluste erleiden, auch wenn es jetzt nicht danach aussieht. Okay, dann bauen wir hier mal die Sachen weiter aus. Es lohnt sich hier auf jeden Fall, weil wir einfach relativ viele Truppen hier rekrutieren werden, weil hier erstmal drei russische Gebiete sind. Und allgemein von hier können wir relativ weit vorstoßen. Und wenn wir uns jetzt Rumänien als neutral behalten und den Osmanen als Verbündeten beibehalten, dann passiert hier sowieso erstmal gar nichts. Und mit Griechenland will ich mich auch erst dann anlegen, wenn es dann wirklich sein muss. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Runde. Also momentan ist noch nicht so viel passiert, aber das kommt noch. Ach ja, die Truppen. Sehr schön. Ihr könnt übrigens historische oder auch politische Fragen aber gern stellen. Ihr wisst ja, dafür bin ich gern zu haben. Ich diskutiere auch gern in meinen Videos so ein bisschen, weil ja, öfters passiert halt auch nicht viel. Also was heißt, gibt es ja mal eine Schlacht, wo man einfach den Gegner ein bisschen bekämpft oder so. Und da kann man ja auf ein paar Fragen oder so eingehen. Jetzt schauen wir mal, was wir technologisch sonst noch erforschen können. Wir haben auf jeden Fall schon relativ viele Sachen. Austrian Military Tradition. Ich glaube, dafür es steht jetzt nichts dran, aber ich glaube, da bekommen wir Einheiten. Ich sollte das Spiel aber auch mal auf Englisch umstellen. Da gab es so ein paar Bugs, wenn man es noch auf Deutsch hat, so wie ich jetzt momentan. Was können wir denn hier Gutes rekrutieren? Faschismus, minus 3 Happiness. Naja, dafür... Ja, es bringt schon ein bisschen was. Gerade im Militär, aber gucken wir mal, was wir noch rekrutieren können. Was Production, ja, 5% Wohlstand brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Aber Rail Centralization, also quasi Schienenzentralisierung, 5% Bonus auf das Wachstum von Growth and Trade Routing Income, ja, von Handelsrouten und plus 3% Steuereinnahmen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, dann können wir vielleicht das mal erforschen. Und ich meine zu behaupten, das braucht man für bessere Straßen. Okay, jetzt belagern wir die hier noch 3 Runden. Dann lassen wir es entweder auswürfeln oder wenn ich dann schon gleich Lust habe, eine Schlacht zu schlagen, dann schlagen wir natürlich gleich mal eine Schlacht. Okay, jetzt schauen wir mal noch, wo wir am schnellsten Geld herbekommen. Die erhöhen plus das Wachstum der Bevölkerung. Ist natürlich auf Dauer auch sehr effizient, gibt natürlich dann Steuereinnahmen ohne Ende. Naja. Wir gucken jetzt erstmal, was wir hier so machen können. Supply Depot hier an der Grenze zu Deutschland brauchen wir eigentlich nicht, also das stockt eben die Einheit schneller auf. So. Dann haben wir noch ein paar Minen, die wir uns vielleicht bringen. Ja, jetzt hier 450. Ja, komm. Kann man bauen. Und Factories plus 1000. Aber dafür senken sie halt auch die Zufriedenheit. Und das in ein Gebiet, wo sie sowieso unzufrieden sind, lassen wir mal lieber. Komm, dann bauen wir hier nochmal Bauernhof aus. Und dann geht es auch schon weiter. City Council. City Council ist immer gut. So, das können wir dann eigentlich auch noch in allen Städten ausmachen, dass die Städte alle auch recht schnell wachsen. Und es ist eben wichtig, dass man irgendwann mal wirklich viele Truppen hat. Weil die... Ja, KI in dieser Mod, die baut enorm viele Truppen. Man hat da quasi dann später auch mal gern 10 Fullstacks vor sich stehen. Und um die quasi auszukontern, braucht man halt mindestens 5. So, und damit man die 5 irgendwie unterhalten kann, braucht man eben sehr starke Städte. Und das kann man eben dadurch erreichen, indem man das Wachstum ankurbelt, so wie ich es gern mache. Auch wenn ich nicht viel Geld habe, wenn ich nicht viel Geld brauche, gehe ich immer hin
Und bau, ach, sehr schön. Und bau die, beziehungsweise mach die Steuer ein bisschen niedriger. So, City Council, das wird sich auf jeden Fall hier auch noch lohnen. Ja, haben wir wahrscheinlich sowas schon. Ah, Farmer, jawohl, das lohnt sich auch schon nach 4 Runden. Und ich denke, Population Growth, also quasi Bevölkerungswachstum, ja. Ist in Wien, denke ich mal, ganz interessant, weil da sollten wir relativ viele Einwohner haben. Steht das nochmal? Hier sind auf jeden Fall schon ein paar. Wobei hier immer sogar mehr. Unglaublich. Die hätten sich ruhig die Mühe machen können und da einen Punkt reinpacken können. Sonst muss man nur die Zahlen zählen. Naja. Jetzt ohne weiter. Jetzt der Österreicher, beziehungsweise der Russe, marschiert ja jetzt auf Lemberg zu. Aber da haben jetzt ein paar Truppen stehen. Sehr schön. Ich würde mal sagen, das lassen wir auswürfen. Aber ich sag's euch gleich. Das mit dem Auswürfen ist in dieser Mod echt schwierig. Aus dem einfachen Grund, weil manchmal steht da dran, man gewinnt Haus hoch und später verliert man. Deswegen speichere ich immer unter Tester, bevor ich was auswürfen lasse. Und ja, die Schlacht, ja, die könnten wir jetzt schlagen, aber die wäre jetzt nicht so interessant, weil es einfach nur armen Citizen wären, die sofort fliehen. Deswegen lassen wir es jetzt auswürfen. Victory. Seht, kaum Verluste, das klappt. Wenn wir dann aber gegen die Russen oder so später kämpfen, werde ich sie auch schlagen. Auch daher, weil wir dann eben weniger Verluste haben. Also ich weiß, die Schlachten sind in der Mod sehr interessant. Deswegen habe ich mir auch gerade überlegt, ob ich schlagen soll, aber ja, da gibt es auf jeden Fall spannendere Gefechte wie das jetzt. Das wäre wirklich, ich habe das mal geschlagen, das ist wirklich für mich wirklich sehr interessant. So, Victory, 36 Verluste, Peaceful Occupy. Ja, und jetzt sind die halt ziemlich sauer, das muss man auch dazu sagen. Wir bauen da jetzt erstmal Straßen aus und alles. Ich muss dazu sagen, dass die ja, Hauptstädte in dieser Mod echt hart sind zu behalten. Weil die relativ schnell rebellieren. Das bedeutet, wir werden da erstmal die Steuern wegmachen. Dann die Truppen reinpacken. Wahrscheinlich gibt es trotzdem eine Rebellion. Aber dann haben wir auch schon mal unser Möglichstes getan. Ich meine, mit der Armee, die wir da haben, können wir auf jeden Fall... Dann haben wir mal den Strong Defender rein. Können wir... Ups. Ja, können wir auf jeden Fall mal... Ach, ich habe kein Geld dafür. Das sollte man aber schon fast haben. Können wir vielleicht irgendwo irgendwas abbrechen. So, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. General ist hier, glaube ich, wichtiger, weil es könnte sein, dass der uns jetzt angreift. Nächste Runde. Der hat da halt ein paar Truppen. Das klappt jetzt nicht, oder? Nee, dachte ich mir. So. Schauen wir mal, ob der Russe uns jetzt angreift. Falls ja, hoffe ich, dass ich es mal schaffe, Lemberg zu halten. Ich habe natürlich schon ein paar Mal gespielt mit Österreich-Ungarn, bevor ich angefangen habe zu Let's Playen. Ja, das war klar, das Angreifen. Ah, okay, sie haben noch nicht angegriffen, oder? Belagern sie es oder stehen sie nur faul nebendran? Letter of Demand, also... Ja, Forderungen. Beziehungsweise, was war nochmal Demand? Angebot. Nachfrage? Ja, sie haben sich einfach beschwert. Sie sind gerade unzufrieden mit der allgemeinen Situation. Habe ich da jetzt Truppen rekrutiert? Gut, also wenn die jetzt noch eine Runde durchhalten, kriegen die relativ gute Einheiten. Schauen wir, ob wir das mal halten können. Okay, dann machen wir mal weiter. Wo können wir denn noch City Councils bauen? Oder halt sowas hier. Gut, Wachstum ist wichtig. Ganz wichtig. Ich würde ja die Steuern ein bisschen runterdrehen, aber die Steuern jetzt in sowas hier zu investieren, ist auf jeden Fall sinnvoller, wie die Steuern runterzudrehen. Das können wir dann später machen, wenn ich in den meisten Städten alles ausgebaut habe. Da muss man auch mal so ein bisschen hantieren mit. Also Steuern hochdrehen ist meistens, naja, aber wenn man das Geld investiert, um das Wachstum anzuregen, dann lohnt es sich auf jeden Fall, die Steuern höher zu halten. Okay, es wird jetzt wahrscheinlich auch in nächster Zeit weniger werden. Allgemein sind die Leute nicht ganz so zufrieden. Ja, wir sollten danach vielleicht was erforschen, was die Happiness, also Zufriedenheit eben erhöht noch. Und dann können wir in Ruhe erobern. Das ist ganz wichtig, damit man nicht so lange Armeen abstellen muss, sage ich mal. Jetzt mal sehen, was der Russe macht. Der ist dann jetzt als nächstes dran. Belagert der Lemberg, zieht er sich zurück. Ah, er holt Verstärkung, jetzt belagert das. So, City Besiege. Dead of Demand. Workers on Riot. Okay. Das ist nicht so schlimm. Zum Glück regenerieren sich die Einheiten hier von alleine. Das war in Ding ganz schlimm. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall gut viele Truppen. Der Feind hat nicht mal einen General. Dort, wir werden hier ausbrechen. So schwach sind wir gar nicht. Der Feind hat halt eine Artillerie, die wird bedeutend stärker berechnet, als sie eigentlich ist. Deswegen würde ich sagen... verdammt, ich wollte es jetzt bloß kurz anklicken. Aber naja, dann speichern wir hier ab. Weil die Schlacht werden wir auf jeden Fall schlagen müssen. Also würde ich sagen, speichern wir das Ganze als LP Ende Part 1 ab.
Und glaubt mir, so eine Schlacht ist bedeutend interessanter wie eine, die man so oder so gewinnt. LP Ende Part 1. Und ja, dann sehen wir uns morgen um 18 Uhr. Könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Part haltet. Und dann sehen wir uns gleich zu Beginn in einer, ja, relativ interessanten Schlacht auf jeden Fall. Aber das werden wir schon hinbekommen, wenn wir die richtigen Einheiten richtig positionieren und gucken, damit die Kavallerie uns unseren Armed Citizens nicht in die Flanke fällt. Aber es sollte schon klappen. Und ja, er hat jetzt auch nicht so gute Einheiten. Wir könnten ihn schon mit der Masse überrennen. Wir haben ja einfach mal 700 Mann mehr. Und die Kavallerie, die bringt ihm halt gar nichts, wenn er sie nicht richtig einsetzt. Und der Landsturm ist jetzt, ja, im Vergleich mit denen, das kriegen wir hin. Ich bin da optimistisch. Also dann hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.